Hallo, Oliver Riepel, Golf Simulator Shop aus Österreich. Wir sind hier am Stand von Ruhgolf auf der PGA Show 2019. Mit uns hier steht Chip. Wir sind hier jetzt da, wir haben das neue E6 Connect, das von den der Grafik her viel, viel besser ausschaut als vorher. Ist eigentlich kein Vergleich. Wir haben hier TrueFlight 2 mit den Ballkameras und in der Mitte, man sieht das da relativ gut. Im Endeffekt mit der Kamera für den Ball. Auch mit einer bisschen neueren Sonne hier mit drei Punkten drauf, wo der Ball hingelegt wird. Das Feld ist ungefähr eine Handfläche groß, wo man den Ball hingeben kann. Also im Großen und Ganzen funktioniert das ganz, ganz gut. Chip, you may hit some shots, if it's possible, thanks. Chip wird da jetzt ein paar Schüsse machen für uns. Wir sind jetzt auf der 5 in Pebble Beach. That's just about showing the graphics, so. Sieht jetzt relativ gut, Strand getroffen, sehr gut. Also die Grafik ist viel, viel besser, was man jetzt gleich sieht, ist das Meer und so weiter. Also das ist schon, das ruckelt hier ein bisschen deswegen, weil es eine 4K-Grafik ist. Also das ist, was man hier jetzt sehen, 4K, aber der Computer ist ein bisschen zu langsam dafür. So you can hit it out of the water. Now I need to wedge. Yeah, so he needs to wedge. Aber man sieht hier sehr gut, wie die Wellen reinkommen, also wirklich super Grafik. Ja, it's a good one, yeah, so you can tell that. Also man sieht, dass hier wirklich sehr, sehr gut Grafik ist, wirklich spitze, die Bäume etc. Sehr windig hier auf dem Platz anscheinend, also wirklich spitze. Ja, was kommt noch? Es kommt Stapleford, es gibt im Endeffekt einen Matchplay-Modus, also es gibt einige Sachen, die sie jetzt verändert haben. Aber auf alle Fälle ist es so, dass die Plätze also im neuen Update viel besser geworden sind. Also jetzt alles nach der Show ist um einiges besser geworden. Wir werden da kurz mal reingehen da auf die Grafiken hier, die wir hier haben. Schauen wir mal, wenn man da rausgeht aus dem Menü. Also man sieht hier im Prinzip, es hat sich nicht viel geändert hier. Was sich geändert hat, ist im Endeffekt, wenn man hier im Game-Modus geht, etc. Stroke-Play. In den Settings, glaube ich, geht das hier im Endeffekt, dass man da reingehen kann. Genau hier ist es so, dass man jetzt eben, sieht es sehr, sehr gut, dass man eben auswählen kann, wie man spielen will. Stapleford, Modified Stapleford, Stroke. Also wie gesagt, das funktioniert jetzt alles. Es ist wirklich spitze gemacht worden. Ich hoffe jetzt mal mit Stapleford-Modus. Ja, also man sieht hier im Endeffekt, also wie gesagt, das kann die Scorekarte hier ganz kurz. Ja, also man sieht jetzt auch nicht viel, aber in Wirklichkeit ist es so, Stapleford funktioniert einwandfrei. So, in dem Sinne, E6 Connect, TrueGolf mit TrueFlight 2, auf jeden Fall jetzt für das Jahr wieder eine Kaufempfehlung. Das war doch ein bisschen holprig in letzter Zeit.